Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Clockwork Tales, die Geschichte von Glas und Ink. Wir waren stehen geblieben, dass wir in der Bibliothek hier dieses geheime Versteck geöffnet haben. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein und gucken uns da drin um. Und es ist dunkel. Es ist zu dunkel wahrscheinlich für sie. Finde alle Schlossdampfkäfer. Ja, was ist jetzt hier drin? Was bringt mir das? Im Salon ist noch was. Ah ja. Würfel mit 6 Punkten. Okay. Eine Taschenuhr. Ein Fossil. Ein Orden. Schwefel. Ein Vulkan. Ein Vulkan. Eine Fliegerbrille. So steht das jetzt eher als so als Rennfahrerbrille. Hunde sind da. Fernrohr ist da. Perlenarmband. Achso, das sind diese Muscheln, diese coolen Dinger. Perlenarmband. Da. Abgeschlossen. Jetzt muss ich den Schlüssel erst finden. Da ist die Lupe. Was bekommen wir als Belohnung? Schwefel. Okay, dann gehen wir jetzt noch in die Küche. Da ist auch wieder ein Wimmelbild. Offene Flasche Wein. Mehltopf, Dill, Pilze, Buch. Wo ist der Pfeffer? Da ist der Pfeffer. Gemahlener Pfeffer. Dann brauchen wir einen Honiglöffel. Da ist der Honig. Jetzt brauchen wir den Löffel. Ah, diese coolen Drehdinger. Die musst du einfach drehen. Dann kannst du den Honig so drauf drehen. Und ich glaube, in die andere Richtung drehst du ihn dann ab. Glaube ich. Da haben wir ein Glas. Oh, ein Kelch. Entschuldigung. Ein Kelch. Eine Reibe ist da. Da ist ein Buch. Da ist der Dill. Da sind... Ne, das sind Zwiebeln. Da sind die Pilze. Da ist die Ölkanne nicht. Da ist die Ölkanne. Ist das der Basilikum? Jawohl. Ist da das Mehl? Da ist der Wein. Okay, da ist der Flaschenöffner. Da ist die Flasche offen. Da ist noch ein Kelch. Jetzt brauchen wir jetzt noch einen Topf. Welchen Topf will er denn jetzt haben? Das ist ein Topf. Das ist ein Topf. Das ist ein Topf. Das ist ein Sieb. So, jetzt brauchen wir noch einen Kelch. Wo ist das Kelch? Wo ist das Kelch? Wo ist das Kelch? Achso, das, was ich als Sieb angesehen habe. Da haben wir eine leere Ölkanne. Okay, da sind das in der Küche ist immer noch was zu tun. Was denn? Ja, hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich die Kronleuchter auf die drauf fallen lassen. Da geht's ins Verlies. Gehen wir jetzt zum Salon zurück. Gehen wir hier hin weiter. Gehen wir hier hin weiter. Hier hin weiter. So, was kann ich jetzt hier noch? Eine Schwefel da oben drauf legen. Nein, kann ich hier Ölkanne da? Nein. Es ist ein Labor, das erkenne ich auf jeden Fall. Aber das bringt mir jetzt irgendwie gerade noch nichts. Im Salon ist noch was. Was ist denn hier im Salon? Da ist was hinter versteckt. Die Tresorte sind zugespeist. Da hilft nur eine extrem starke Säure. Ah ja, dann müssen wir uns wahrscheinlich Schwefelsäure machen. Was haben wir hier? Ein paar Blumen. Lass mich doch mit deinen Blumen in Ruhe. Was haben wir hier denn noch? Da ist nichts, da ist nichts. Zurück in die Küche. Leeres Pulverhorn.
Hier ist irgendwas zu tun. Ach, hab ich den Schlüssel schon? Das ist auch ein langgebogener Gegenstand, der zwischen die Stäbe passt. Deshalb ist noch was zu tun. Wenn ich den blöden Schlüssel da noch nicht raus hab. Hab ich den Säbel denn noch? Nö, Säbel hab ich nicht mehr. Hier ist aber auch nichts, was mir helfen könnte, oder? So viele Bücher, so wenig Zeit. Aber hier ist hier noch was? Kann ich irgendwas mitnehmen? Eigentlich, wenn die Schwefel drauf, als Schwefel draufkippen, mit ihrer Ölkanne. Ist hier irgendwas? Ah, hier, warte mal. Da war doch. Das wird nicht funktionieren. Da scheint nichts zu passieren. Okay, also muss ich noch was mit dem Feuer machen. So viele Bücher, so wenig Zeit. Der Hebel. Ist denn hier irgendwas in dem versteckten Zimmer, was ich mitnehmen kann jetzt schon? Matthew? Ne, hier kann ich irgendwie nichts machen. Ich klicke einmal auf Tipp. Wieso habe ich diesen blöden Schalter nicht vorher gesehen? Was ist das denn? Salpeter-Check, ich brauche noch Kohle und Schwefel. Salpetersäure. Habe ich das Scheiß. Oh, das regt mich so ein bisschen auf. Der Behälter für extrem mitten Säure, der voraus ist schon hier klemmt. Da muss ich das Öl für holen. Alter, was ist das denn hier? Mach das auf. Okay, dann gehen wir erstmal hier hin zurück. Jetzt haben wir ja den Hebel. Dann hauen wir da den Hebel einmal rein. Führe das Juwel durch das Labyrinth. Fährt es an einen Tunnel entlang, so drehen sich die Teile des Labyrinths und öffnen neue Pfade. Ah. So. Das bringt mir nichts weiter. Also da muss ich einmal so drehen. Okay, das muss nach unten zeigen irgendwie. So, dann so. Ah. So. 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 Ja, das hat jetzt viel gebracht.
Ich sehe genau ja nichts. Alter! Ich hasse so Geschicklichkeitsdinge. So, zack, zack, zack. So. Na, ich sollte mir vielleicht einfach mal merken, wie sich was dreht. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. So, jetzt habe ich das so halbdiagonal. Das ist so gedreht. Jetzt komme ich da unten rein. Das dreht sich jetzt so. 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 So, wenn ich jetzt da durchjage, passiert das und passiert das. Oh! Kleinen Moment. Bin ich eigentlich noch bescheuert? Ich habe die äußere Bahn nicht gesehen, ne. Oh. Push the button. Jetzt die Kette durchtrennen. Matthew? Okay. In der Küche ist wieder was zu tun. Ja, da ist immer dieser Kackschlüssel drin. Ich brauche einen langen gebogenen Gegenstand. Einen langen gebogenen Gegenstand. Weißt du, das ist mir zu blöd. Ja, das dachte ich mir, dass es das ist. Der Wasserpegel steigt nicht höher. Jetzt habe ich eine volle Feldflasche. Die bringt mir was? Ach, kann ich jetzt das Wasser damit mischen? Habe ich eine volle Flasche Wasser. Brauche ich die fürs Labor da hinten? Eine Kohle brauchst du jetzt nur noch. Ach so, jetzt kann ich wahrscheinlich die Kohle hier löschen. So, dann haben wir die Kohle dabei. Befolge das Rezept, um Schwarzpulver herzustellen. So. Eins, zwei, drei. Davon fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und davon brauchen wir dann zwei. Achso, dann müssen wir wahrscheinlich gleich. Ja, und jetzt? Okay. Und damit müssen wir wahrscheinlich gleich den Kronleuchter, die Kette durchballern.
Und ja, dann können wir hoffentlich endlich weiterkommen. So, hier rein. Mich regt das immer noch auf, dass ich diesen Stromschalter nicht gesehen habe. So, Feuer. Voila. Problem gelöst. Wo fliegt er denn jetzt hin? Matthew? Da kommt der Schlüssel rein. Wo ist denn jetzt der Vogel hin? Ah ja, da haben wir jetzt diesen langen Gegenstand. Jetzt habe ich ja nicht gesehen, was da noch war. Schrankschlüssel. Ein Schrankschlüssel. Verstecktes Zimmer. Schrankschlüssel. Was haben wir da? Eine Pipette. Eine Pipette. Hier gibt's noch was zu tun. Ah, hier. Stimmt, das war ja verrostet. Klar. Die Pipette hält auch die Säure. Okay, Glas ist, ne? So, dann können wir jetzt hier das Ding aufmachen. Haben eine Blaupause. Alte Zeichnung. Die bringt jetzt nicht viel. Okay, runter in die Lobby. Das Ding kommt da rein. Ach, die Dinger. Ja. Die Dinger, die habe ich jetzt schon häufig jetzt gesehen. Wir müssen gucken, dass irgendwie hier zwei Farben stehen. Stimmig, ja, eine Farbe stimmig ist und dann kann man das richtig einstellen. Ah, da ist er wieder. Oh, Dr. Ink, you said that you could ruin my plan so easily. Use my tremor machine against me? You take me for a child? Now I know how to calibrate it myself. And neither you nor your agent friend can stop me. Okay. Dann mache ich an der Stelle den Schnitt. Und wir sehen uns dann beim... Oh, was ist das denn? Kein Öl. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Clockwork Tales. Die Geschichte von Glas und Ink. Tschüss.